Hi, willkommen bei Grilltool Barbecue und Lifestyle. Hier noch aus der letzten Folge das geräucherte Entenbrüstchen. Und heute gibt es Entenbrust Carpaccio. Und wie ich das gerade gemacht habe, passt perfekt für Weihnachten. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen zwei mittelgroße Äpfel. Ich nehme hier Elstar, ein Esslöffel brauner Rohrzucker, 200 ml Cider. Alternativ könnt ihr auch Apfelsaft nehmen. Eine halbe Stange Zimt, zwei Nelken, zwei Esslöffel weißen Balsamico, ein Esslöffel Olivenöl, ein Teelöffel Appenzeller, das ist ein Alpenbitter mit 42 Kräutern. Alternativ geht auch Calvados. 100 Gramm Rucola. Alternativ geht natürlich auch Schnittsalat. 40 Gramm Parmesan. Dann unser Hauptdarsteller, die Entenbrust, die geräucherte von der letzten Folge. Verlinke ich euch am Schluss rein. Da brauchen wir ca. 150 Gramm. Und zum guten Schluss noch euer Lieblingspfeffer. Bei mir ist das wieder der Paradiespfeffer von Udeheim Barbecue. Dann geht's gleich los mit den Äpfeln. Wer so ein Gerät besitzt, verwendet das. Ansonsten mit dem Messer das Kerngehäuse rausschneiden. So geht das super einfach. Haben wir schöne Schnitzchen. Strunk raus, dann schneiden wir uns schöne kleine Stückchen zu. Alles schön klein geschnitten sind, wird es weiter am Herd. Seitenbrenner mal gestartet, Schluck rausgenommen, sollte noch 200 ml sein. Pfanne rein, unsere halbe Zimtstange dazu, zwei Nelken und ein Esslöffel brauner Zucker. Riecht schon fast wie Glühwein. Richtig geiler Geschmack. Das lassen wir jetzt mal 5 Minuten so ein bisschen vor sich hin köcheln. Gute 2 Minuten später sieben wir das Ganze nochmal ab. Dann die 2 Esslöffel weißer Balsamico dazu, ein Esslöffel Olivenöl und ein kleiner Spritzer von unserem Appenzeller. Das Ganze gut untereinander mischen und dann schön abkühlen lassen. Mal abschmecken. Wow, das kommt richtig gut. Das ist jetzt schon der Burner, glaubt's mir. Süß, richtig weihnachtlich. Eine super Soße zur Ente. Stellen wir auf die Seite. Schön mal aufgeschnitten. Auf den Rucola drapiert. Jetzt kommt noch unser Pfeffer schön darüber. Das gibt noch den letzten Kick. Dann nehmen wir unseren Parmesan und schneiden uns mit dem Sparschäler ein paar schöne
Späne, ja. Ein paar Apfelstückchen noch verteilen. Dann unsere Vinaigrette, wo schon sehr gut schmeckt, mal schön darüber träufeln. Und zum guten Schluss noch mit Parmesan drapieren. So sieht das fertige Stück nun aus und dann sehen wir uns gleich beim Ankosten. So Freunde, wir haben es geschafft. Ich würde mal sagen, das sieht schon mal sehr lecker aus. Dann wird gleich mal angetestet. Hatte ich so noch nie. Aber das ist unglaublich lecker, glaub mir. Die Soße, die süße Variante hier, mit der Ente geräuchert. Mmh. Glaub mir, wenn ihr das auf Weihnachten euren Gästen oder Lieben hinstellt, unglaublich lecker. Den Parmesan, ein bisschen Äpfelstücken. Aber die Soße und der Ente, wirklich genial. Ja Freunde, ich würde sagen, probiert das aus. Würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht. Und wie immer würde ich mich auch freuen über einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Hier noch zwei weitere Folgen. Und schaut auch mal rein bei Grillen, Chill, Barbecue und Lifestyle International bei Facebook. Gibt es immer schöne Rezepte, viele Bloggers drin und viel Spaß weiterhin bei Grillen, Chill, Barbecue und Lifestyle. See you!